Willkommen, liebe Mitglieder, zu einem neuen Mitgliedervideo. Ich freue mich, dass ihr da seid und vielen Dank nochmal, dass ihr eine Mitgliedschaft auf unserem Kanal habt und unseren Kanal damit unterstützt. Natürlich gibt es für euch auch immer extra Abenteuer und extra Videos von unseren Touren. Und ja, das ist jetzt eins davon. Ich befinde mich gerade auf der A1, kurz vor Leverkusen und fahre gleich über die Rheinbrücke. Und ich bin auf dem Weg nach Monschau an der belgischen Grenze. Dort werde ich mich mit Joscha und Dexter treffen. Dexter ist, glaube ich, auch dabei. Und ja, wir werden ein tolles Wanderwochenende in der Hohen Venn verbringen. Ja, schön, dass ihr dabei seid. In dem Video werdet ihr auf jeden Fall sehen, was wir außerhalb der Wanderung erlebt haben. Campingplatz-Action. Ja, was kochen wir? Wie haben wir geschlafen? Was haben wir gemacht? Wie sah es da aus? Also, schön, dass ihr da seid. Und ja, los geht's, wenn der Stau mal zu Ende ist. Hier blinkt aber auch alles so in den verschiedensten Farben. Oh, der Waschsalon. Dann fahren Sie hier einmal geradeaus runter, dann hier links und dann ist hier die 8 und die 9. Die beiden. Ah, wunderbar. Plätze. Können Sie. Schon abgestürzt, der ist so aufgeregt. Ja, die wieder raus, ne? Oh, so, wir sind angekommen auf dem Campingplatz John Boer. Den netten jungen Mann. Ach, da ist er. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Da war ihm gar nicht im Weg, verrückt. Guten Tag, guten Tag. Und hier, da. Dexter, komm hier. Dexter sucht schon wieder was zu essen. Schon wieder. Komm hier. Geil. Wir bauen jetzt erstmal auf und dann sehen wir uns wieder. Sag mal hallo. Affengal. Hallo. Hallo. Ich bin's. Ich bin's, der Joscha. Wie ist deine Pronomen für das Wochenende? Meine Pronomen? Darf ich irgendwie nicht behilflich sein? Ja. Ich hab's geschafft, ist das geil, ey. Los, alter Mann. So. Wenn er das da festmacht, hab ich mein Zelt schon aufgebaut. Er hat aber auch ein bisschen geholfen, bisschen wenigstens. Ja, ein bisschen. Aber es fängt schon wieder an zu tröppeln. Ja. Guck mal ganz kurz rein, ich bin noch nicht ganz fertig, aber schaut, Strom liegt schon und das Himmelbett ist schon noch nicht bezogen, aber schon aufgebaut. Also wenn man das jetzt hier oben so festmacht. Ja. Was ist dann? Da könnte es sein, dass wir das da vorne raus so abspannen können. Ja. Aber ob das jetzt so super reicht. Verdammt, die Action ist vorbei. Das Mann! Müssen wir gleich nochmal machen. Wobei. Ja. Oh, normal ist da vorne ein bisschen tiefer gelegt ist jetzt. Der Reifen allein schon was. Geil. Nee. Aber auch für bezahlt. Es regnet doch, kannst du mit dem Schwamm nachher schön sauber machen. Jawohl, mein Zelt ist aufgebaut. Kleine Roomtour gefälligt, hier S-Ecke. Sehr gut, aber die werden wir nach draußen verfrachten, sobald der Meister da drüben fertig ist. Was war das denn gerade? Sind die Magnete? Ach so, ich dachte, es knackt schon. So. Ja, ja. Und hier ist mein Himmelsplatz. Ist das nicht schön? Da werde ich süße Träume haben und von tollen Wanderungen gibt es da zu lachen. Schnitt. Da werde ich allersüßeste Träume haben von Wanderungen durch die Welt, bevor sie wahr werden. Geil. Ach, ich freue mich so. Richtig coole Idee. Und schön, dass der Joscha so spontan mitgemacht hat und auch Zeit hatte. Bin ich gar nicht. Nee, bist du? Warte, so. Bin ich gar nicht, ja. So, ich gucke hier noch ein bisschen zu und dann müssen wir noch überlegen, wie wir hier grillen wollen heute, weil wir wollten nicht eigentlich heute Abend grillen, natürlich vier im Weckler, aber hier darf man gar nicht grillen. Ja,
noch mal einen Sicherheitsknoten. Zur Sicherheit aber. Einen guten Haushaltsknoten. Der mit Sicherheit auch super. So. Okay. Der war schon so elegant runtergerutscht. Eieieiei. Scheibenwäsche ist noch heile. Gott sei Dank. Vor allem das Gute ist, dass die Windschutzscheibe noch heile ist. Und dass du noch heile bist. Ja, jung, dynamisch, sportlich. Richtig geil. Der Wandergott hat dann ein Sehen mit uns. Und es hat erst angefangen mit Regnen. Ach, du könntest sein. Nämlich, der Josch hat sein schönes Tarp gespannt. Ja. Und mein Zelt steht auch. Perfekt. Richtig geil. Joscha. Das wird ein richtig geiles Wochenende. Ja. Er ist sehr zuversichtlich. Und ich war so zuversichtlich, dass es gar nicht regnen würde. Weil er hat immer gesagt, es ist Regen angesagt. Und ich habe gesagt, ach, weißt du was? Ist immer so angesagt, wie das Wetter gerade ist. Und vielleicht regnet es ja auch gar nicht. Aber es regnet. Es regnet. Ach ja. Ich schäme mich dafür, recht gehabt zu haben. Ich wäre gerne auf deiner Seite gewesen. Ja. Hinten wird so weit hell. Ja, eben. Ab 5 oder 6 soll es nicht mehr. Wie spät haben wir es denn? Ja. Ab 5 soll es nicht mehr regnen, haben sie gesagt. Haben sie gesagt. Es ist 10 nach 5. So. Ach du Scheiße. Es wird besser. Es wird besser. Ja. Appetit. Brötchen rein. Ich nehme meine Bartwürste. Alles gut. Im Auto wahrscheinlich noch, ne? Wahrscheinlich im Auto. Verrückt. Ja. Meine Bratwürste im Auto. Ja. Da muss ich nochmal gehen. Ja. Hier hast du den Hebel, ne? Ja, das ist ein Elend, ey. Das kannst du so machen. Achso, da kann man mit schwenken. Ja. Schöne Butter geschwenkt. Was? Ich glaube, da wollte ich die Outdecken haben. Oh, scheiße. Mal gucken, ob meine Wurst hier schön in die Mitte passt. Alter, guck mal. Oh. Meine Alter, das wird richtig cool werden. Ja. Oh, unser erstes Essen in der Nähe von Belgien. Hast du schon mal in der Nähe von Belgien gegessen? Ich glaube, nee. Also sowas nicht. Nee. Ne? Selbstgemachtes. Selbstgemachtes. Selbst, ja. Irgendwie Wurst selbst gecuttert und in Naturdarm eingelegt, eingeführt. Ja. So. Chaos. Der gute alte Löwensenf ist mit dabei. Und als Nachtisch habe ich noch was Süßes gewöhnt, ein bisschen Melone. Das ist das Salätchen. Ja, okay, noch mal so holen. Ansonsten gibt es natürlich Überraschung, Überraschung. Wir haben Brötchen, Bratwurst. Na, wer kommt drauf? Möchtest du es sagen? Was könnte es werden? Was könnte es denn werden? Spaghetti Bolognese. Warte. Ich hab nicht alles vorwegnehmen. Ich wollte nur sagen, guck mal, wir haben noch Scheiblettenkäse dabei. Na? Falls das euch draus habt, ihr werdet es ja gleich sehen. dass wir uns Gedanken machen, was dem Hund schmecken könnte. Kaninchen, Wildschwein, Rind, aber die fressen ihre eigene Kotze und die eigene Scheiße. Macht sie gar keinen Kopf machen. Macht sie gar keinen Kopf machen. Die fressen alles. Hauptsache das Rässchen. Hauptsache das stinkt. Ja. Ach komm, die sind so gut. Die sehen gut aus. Ja. Oh, die Dekadenten. So, Joscha, mein Lieber. Achso, wir haben schon. Oh! Ja, na klar, ich habe mit gleichzeitig gepasst. Also, es ist 4, also 2 im Weckler. Schön, dass es geklappt hat, unsere spontane Idee. Ja. Oh, wie schön der Saft bei dir über die Hände rum. Ah, ja, toll. Oh. Guten Appetit. Guten Appetit, jawohl. Traumat. Ah, das ist wieder. Dunst, der mir ins Gesicht zieht. Ehrlich. Oh. Lecker. Lecker Wurst. Ich schicke hier erstmal einstellen mit dem Film, da wird nämlich jetzt langsam dunkel. Wir wollen uns hier noch ein bisschen unterhalten und schauen nochmal. Oh, das ist natürlich jetzt sehr gut. Boah. Die mit Sound, ey. Scheiße. Habe ich gepasst. Direkt zur Wandlung. Ach, wir gucken mal. Dann nehmen wir. So, ihr Lieben, wir haben es jetzt 8:30. Langsam geht es jetzt,
in die schöne Koje. Ich habe hier meinen Blasfifi an. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Da. Mittlerweile ist man ja auch alt und da braucht man auch ein bisschen Wärme. Aber ach, es ist eine so schöne Wärme hier drin. Das ist das Zelt, das hält. Total geil. Und ich habe nebenbei mal wieder gerimed, was auch ganz cool ist. Da ist so ein kleiner Hip-Hopper an mir vorbeigegangen. So, das Licht mal lieber so halten. Und ja, der erste Tag, der ist jetzt vorbei und ja, Ankunft, Zelt aufbauen, wir haben ein bisschen gequatscht eben, das war auch sehr, sehr schön gewesen. Und morgen geht es dann endlich in die Hohe Fenn und da freue ich mich drauf. Also, wir sehen uns eigentlich schon in der nächsten Szene wieder, aber zwischendurch habe ich auch ein bisschen geschlafen. Also ihr Lieben, bis morgen oder bis gleich und guten Morgen. Oh. Wir haben 7:15. Oh, Wecker hat geklingelt um 7. War eigentlich eine angenehme Nacht, nur ist immer noch ein bisschen ungewohnt, ne, wenn man so draußen schläft. Aber ja, jetzt geht's voller Tatendrang los. Oh, ich will gleich aufstehen hier aus meiner warmen Bude. Dieser Blasfifi, der hat hier schön über die Nacht hinweggeholfen, dass ich im T-Shirt bei der Kälte schlafen konnte. Herrlich. Glamping schadet niemanden. Ne? So, jetzt geht es erstmal gleich Morgen Routine machen und dann sehen wir uns bestimmt beim Frühstück gleich wieder. Ach nee, ich nehme euch, glaube ich, mit ins Bad. Sie ausleuchten? Ja, leuchte mal aus. Warte mal, hier, so geht's. Guck mal, da war eine Rückleuchtung, da geht es. Morgen Joscha. Ach, so geht's schon, ja. Und morgen Marco. So. So ein Rot, ne? Hm? So ein Rot. Ja, so ist Wasser. Hast du gut geschlafen? Ich habe super geschlafen. Das freut mich, das freut mich. Und jetzt hast du dir vorgenommen, hier alle wach zu machen mit deinem Auto? Richtig. Es ist ja ein leiser Benziner, da passiert nicht viel. So, ja, gut. Hätte rein können. Ja, ist ja. So, ich gehe jetzt mich fertig. Ich mache mich jetzt ausgefeilt für dich. Das ist sehr schön. Viel Erfolg dabei. Danke, Mann. Darf man wünschen in unserem Alter. Muss man auch. Ja. So, jetzt haben wir die WC-Anlage gefunden. So, duschen und hier. So, jetzt duschen wir. Was wird erstmal abend geduscht? Und hier haben wir schöne Wandbilder. Auch ganz gut. Würde ich mir auf jeden Fall auch kaufen, definitiv. Okay. So, die Toiletten. Ja, wie immer, die am Ende. Und ja, schön sauber. Das gefällt mir. Na, dann werde ich jetzt mal mich fertig machen. Aber da braucht man nicht zugucken. Scheiße. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich im falschen Dix war bei den Frauen. Sei Dank. Gut, dass niemand da gewesen ist. Männerklo ist nämlich da hinten. Oh. Hier. Nächste Woche steht ja die Zeitumstellung an. Dann werden ja die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Dann hatten wir es jetzt gerade erst 6:40 Uhr oder so, keine Ahnung. Und ja, dann sparen wir morgens die Energie und abends wird es früher dunkel und geben sie da wieder aus. Da verstehe ich diese Sommer- und Winterzeiten null. Aber naja, das nur am Rande. Jetzt wird erstmal schön gefrühstückt und dann geht es auch endlich los auf die erste Wanderung heute. Das Wetter hält sich, es soll nicht regnen, also teilweise, aber dafür soll es heute stürmen. Wir bleiben gespannt. Ihr hört es wahrscheinlich auch schon. So, züchtiges Frühstück. Weil ich doofe gerade die Zähne geputzt habe und jetzt frühstücken würde. Ne? Ein kleines Minze-Geschmack zu den Tag dazu. Ihr Lieben. Ja, achso. Ja, dir auch, lieber Joschi. Joschi, guten Appetit, lass dir schmecken. Was gibt's denn bei dir fallen? Ach, du bist Frühstückssager. Luft. Luft und Liebe. Ja, ist gut. Ja. Ja, ich mag ja die von Alpro, die Hafermilch überhaupt nicht. Ne?
Aber es gab leider keine andere bei Kaufland. Wasser abbauen, die Scheiße hier. Ja. Ich glaube auch. So, liebe Leute, bisher fängt der Sturm erst an und es sind noch keine Orkanböen. Es wird hier ordentlich durchgepustet. Ich muss mein Zelt noch mal weiter abspannen. Wir bauen die Konstruktion hier mal vorsichtig ab einfach. Huhu! Abenteuer! Hier ist super geiles Smog. Das ist jetzt eine riesen Arschtasche, aber da ist geil. Ein Regenschirm drin. Der, und auch noch ein Fleece-Jacket. Der Ingo, der hat so einen Bauchbeutel mal gehabt. Auch hier. Der hat so einen Bauchbeutel mal gehabt. Ja. Und wir dachten alle, es wäre sein Bauch. Ja, genau, richtig. Der so dick war. Richtig, aber es ist sein Bauchbeutel. Ah, ist sein Bauchbeutel. Ja. Hat er nicht gesagt, er hat auch gemacht, so schlägt, also so fein schlägt, also denkt wahrscheinlich. Okay, ich habe eine Wasserschale für den Dexter, habe ich vergessen. Ja. Und dann habe ich dieses hier noch improvisiert. Ich habe einfach immer Napf. Das da rein, das rutscht aber eigentlich. Da habe ich es mit Panzerband festgemacht. Das hat hervorragend. Alter. Mac Joscha, ey. Ja, geil. Richtig. Gut, finde ich gut. Dann habe ich da nur zwei Rouladen. Ne? Das geht nicht. Du brauchst eine Nudeln noch. So, ihr lieben Leute, es geht jetzt los in die hohe Fenn. Wir fahren ungefähr eine halbe Stunde. Und ich freue mich schon. Ein Traum wird wahr, alles für mich zumindest, die hohe Fenn. Und ich bin gespannt. Auch wenn das Wetter ein bisschen schlechter geworden ist. Also windtechnisch dafür, ihr seht, blauer Himmel und kein Regen bis nachher. Geil. So, habe ich gefilmt. Fahren wir weiter vorbei. So, ihr Lieben, wir sind zurück von der Abenteuertour von Mr. Fade im hohen Fenn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Plackerei war. Es hat richtig viel Spaß gemacht. 22,7 Kilometer. Ich sag nur, guckt euch die Hose an und die Schuhe. Nachher im Camp werde ich euch mal zeigen, wie es in den Schuhen aussieht. Und die Socken und die Füße etc. Aber das gucken wir uns erst im Camp an. Joscha, wie war's? Das wird mega geil werden. Also im Camp. Und die sowieso. Und die Tour war auch super. Also ja. War schon sehr fordernd. Ne? Das sind ja. 20 Kilometer, ist jetzt kann man wohl machen, aber hoch und runter, vor allen Dingen auch der Bodenbelag, die Bodenbeschaffenheit, das war schon etwas, das ist schon kräftezehrend, keine Frage. Ganz genau. Oh, wir haben es geschafft. Ja, ja, Ghetto-Faust. So, wir sind zurück am Campingplatz. Wir waren eben noch bei Kaufland, ein bisschen was geholt, aber jetzt kommt's. Ich zeige euch, was hinter diesen schönen Schuhen versteckt ist. Ich bin selber gespannt. Oh Gott, ey, das ist ja voller hoher Fendings. Es war aber auch eine Matschepampe vorhin, richtig geil. Aber, ja, geht eigentlich. Ist dazu jetzt schlimmer vorgestellt. Ist ja nur ein bisschen Dreck an den Socken. Und ich muss meine Einlagen aber rausnehmen. Die müssen irgendwie trocknen. Die brauche ich morgen nochmal. Also, aber geht. Im Schuh sieht es vernünftig aus und außen, naja, wird eh abgelatscht, soweit, obwohl es geht ja noch das Profil. Pitschenass halt, ne? Und die andere Seite, damit was rund machen. Auch da das gleiche, nur nasse Socken und aber kein Dreck drinne. Richtig cool, ich habe mir jetzt übelst schlimm vorgestellt. Aber was soll's, die müssen getrocknet werden bis morgen, die kommen in meine anderen Schuhe rein und ich gehe jetzt duschen. Da nehme ich euch aber auch mit hin, also nicht unter die Dusche, aber in die Räumlichkeiten und dann passt das. Okay, hier ist ein bisschen Dreck haben wir hier drauf auf der Einlegesohle. Geil, also richtig, richtig coole Tour haben wir da gemacht heute und ich freue mich schon eigentlich morgen auf die zweite. Wir haben es, ja, kurz nach fünf werden jetzt uns ein bisschen fertig machen mit Duschen. Hier stürmt es, aber die Sonne scheint. Und was will man mehr? Dann gibt es heute noch was zu essen auf jeden Fall. Ja. Und dann soll es doch für heute gewesen sein. Oder, lieber Joscha? Ja, ich denke auch. Viel mehr werden wir nicht machen heute, ne? Nee. Ein bisschen was essen, ein bisschen rumpimmeln hier, wie du schon sagst. Genau, richtig. Ja. Schön rumpimmeln. Und das war's. Dann passt das. Oh, kalte Füße mit den nassen Socken, ne? Ja, ich mache mich jetzt auch bereit. Ich auch. Gehen wir zusammen duschen? Wir gehen zusammen duschen. Yes!
Was ist eigentlich? Oh, alte Scheiße. Was ist denn hier passiert? Willst du jetzt direkt gehen? Oh. Nee, denkst du, bleib mal hier jetzt. Das ist ein bisschen nervig. Ja, das möchte ich euch nicht zeigen. Guck mal, Joscha. Was ist denn ja? Was ist dein Fuß? Oh. Komplett aufgelöst. Ja, aber das ist auch das ist so ein Hautleib. Ich wusste nicht, dass ja. Boah. Das war, das war jetzt keine Blase, oder was? Nee, das war keine Blase. Aber letztendlich, der Effekt ist derselbe, glaube ich, oder? Oh, das ist Hornhaut oder so, was das ab ist. Ja, ich verpixel das mal, liebe Leute, aber ekelhaft. Boah, widerlich, Alter. Oh, also das war nicht schön. Ich will jetzt gar nicht gucken, was hier drunter ist. Na, hier geht's, komischerweise. Aufgeweicht alles. Das ist passiert und schwarze Füße halt, ne? Das ist nicht so schlimm hier. Black Purse. Black Purse. Oh, bin ich jetzt auch bei den Black Purse? Das haben die denn nochmal gesungen? Ich weiß es auch nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Hier, Baguette, Claudette, ach, Jeanette, Frankreich. Frankreich. Genau. Ja, super. Das war das Einzige, was ich von denen kenne. Geil. So, wir gehen jetzt duschen, natürlich getrennte Kabinen. Aber es war sehr lustig. Joscha hat gar nichts. Gar nichts hat er gefunden. Wir haben jetzt eine halbe Stunde nur wegen Joscha gebraucht, um loszukommen. Kein Handtuch, keine Duschmünze, alles hat er nicht gefunden. Ich aber hasse egal. Es. Aber jetzt hat er es ja und jetzt können wir quasi loslegen. Ja. In einer schönen warmen Dusche jeweils 10 Minuten lang. Ist das nicht geil? Mega geil. Mega geil. Freut mich ja nie zu Hause. Echt nicht? Aber hier hast du es bezahlt. Ja, genau. Dann würde ich es also auch ausnutzen. Jetzt ausnutzen. Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung mit Erwachsenen. Sehr gut. Super. Das ist voll wahrscheinlich. Brauchst du noch einen Vibrator-Penisring? So, warte mal, wo ist jetzt denn? Da rein. Hallo. Moin. Moin. Hi. Hier sind wir. Die Nassräume einmal hier zwei. Hier ist der Joscha. Und hier sind auch nochmal zwei. Die Luft hier drin ist ja wirklich pervers. Zeigt euch gleich, wie man nackt ist. Uah, zurück vom Duschen. Jetzt sind wir hier am Auto. Jetzt gibt es ja nochmal Abendbrot. Ja, und der Tag ist eigentlich heute gelaufen. Die Tour war so anstrengend geil, also wirklich. Es war keine lange Strecke, ne? Aber die Kilometer, die unterschiedlichen Böden, Wahnsinn. Dieser Untergrundkraxel waren einfach keine Höhenmeter. Aber dieser tiefe Schlamm ständig weggerutscht, hammergeil. Naja, bei mir gibt es heute, wir wollten ja eigentlich ursprünglich Pommes machen, aber uns ist es zu kalt, einfach. Und zu windig. Macht ja dann keinen Spaß so richtig, weil wir auch keinen Windschutz haben. Deswegen gibt es bei mir wieder heute in der leckeren Plastikschale, keine Aluschale. Ja, der Wind pustet aus der Richtung. Ja, das ist so geil. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Ach, guck mal. Naja, was willst du tun, ne? Machst du nichts. Lecker Matsche! Oh Mann, ey. So, mein Essen ist fertig. Mein kleiner Topf. Da wollten wir ursprünglich Pommes drin machen. Aber heiß. Alles verbrannt. Wie kann das beides gleich schmecken? Das ist widerlich. Ich glaube, ich esse nächstes Mal wieder echt mein Mikrowellenessen. Chivapchichi, das war echt toll. Anna und Anouk sind gerade vorbeigefahren aus Holland mit ihrem Jeep. Groß Anna und Anouk. Boah. Hier, guck mal, der Joscha hat schön ein Monster in seinem Beutel. Er kocht gerade. Der guckt. Der guckt gerade. Der guckt in die Kamera. Hallo. Hallo, Beutel. Mein Beutel. Hätte ich nicht lumpen lassen, ne? Boah, geil. Da habe ich doch extra gekauft. Boah. Schöne Pralines, ja, Mann. Also, wer schon kann, wenn wir keinen Alkohol trinken, wir weiter, dann können wir mit einem Praline mal anstoßen.
So, es ist jetzt kurz vor 8, liege jetzt im Bett und Joscha auch und Dexter. Ich werde jetzt wieder einen Film gucken. Der Tag heute war echt richtig, richtig cool. Also diese Strecke, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, hat Spaß gemacht. Ne? Wir haben nur ein bisschen gequatscht. Und ja, es wird einfach zu kalt draußen. Sind wir dann ins Zelt gegangen. Ne? Und wie gesagt, der gute Blas-Fifi, der läuft richtig cool. Deswegen ist es hier schon angenehm warm gerade drin. Und da muss man sich dann auch nicht so unter die Bettdecke kuscheln. Richtig geil. Also ihr Lieben, wie immer eine gute Nacht. Und für euch hier nur einen Augenblick jetzt in dem Video für mich. Schöne 8 Stunden Schlaf. Wir sehen uns morgen früh wieder. Und ja, dann ist leider schon Abbau angesagt. So schnell geht ein Wochenende vorbei. Und wir freuen uns auf eine neue Wanderung. Aber da freue ich mich erst morgen früh drauf und vielleicht in der Nacht ein bisschen drüber zu träumen. Also, tschüss ihr Lieben. Guten Morgen zu Tag 3, Sonntag, letzter Tag. Aber heute Nacht hat es so übelst gestürmt. Das Zelt hat gewackelt wie Wackelpudding. Aber es steht und ich habe es überstanden. Und das heißt, es heute zusammenpacken und nochmal in die Hohe Fenn. Dann geht es leider schon nach Hause. Aber so ist das mit den schönen Wochenenden. Die gehen immer sehr, sehr schnell vorbei. Okay, also, würde ich mal sagen, los geht's. Heute erwartet uns wieder Regen und Joscha ist schon wieder in seiner Wärmekammer verschwunden, weil er gefroren hat heute, ne? Das ist einfach eine Unverschämtheit. Ich sehe dich nur hier drin. Ich hatte genauso wie du den Blasfifi an, das war ganz hervorragend. Ja. Ich glaube, wir haben gut genächtigt. Na Dixi, hey Dixi. Dixi geht's auch gut. Dixi geht's auch gut. Sehr gut, sehr schön. Pack jetzt noch zusammen, dann können wir los. Ich helfe mit. Ach, brauchst du nicht. Ja, je nachdem, ne? Ach nee, es geht ja schnell. Ja. Das Zelt muss ich ja eh nicht zusammen packen ordentlich, weil es ja nass ist. Zu Hause aufhängen, das ist ganz einfach. Ja, ja. Die Innensachen, die packe ich jetzt mal ordentlich zusammen, packe die rein und dann war es, dann bin ich fertig. Gut. Bin ich ready? Das ist aber schön. Das ist hervorragend hier. Ja. Wollen wir tauschen? Vielleicht komme ich auf deine Hilfe zurück und ich mache dir, pass auf dein Auto auf in der Zeit. So, mein lieber Joscha. Ich würde sagen, das war's mit dem Campingwochenende. Ja. Ich hoffe, es hat dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall habe ich einige Erfahrungen, was damit ist. Sehr gut. Wie man das dann auch nächstes Mal besser machen kann und so. Ja, das ist alles gut. Ja. Immer das Beste an dem ganzen Gedöns hier. Vor bessere Wetterauswahl, ne? Ja. Das nächste Mal. Ja. Also ich habe dir die ganze Woche gesagt. Ja, ist ja gut. Dass es regnen wird. Ja. Ich habe immer damit gerechnet, es wird doch nicht regnen. Ja, nee, der redet sich um Kopf und Kragen, habe ich gedacht. Ja, leider zählt ist er immer ein da. Leider ist es nicht so. Aber ich sage, es war hat Spaß gemacht. Ja. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch mal eine Runde wandern gehen. So sieht's aus. Und nächstes Mal gehen wir im Sommer zelten. Ja. Wenn es ein bisschen wärmer ist für dich. Ja. Sehr alles gut, Junge. Ja, also ihr Lieben, schön, dass ihr da gewesen seid. Ich habe versucht, den Campingplatz hier zu besuchen. Wenn ihr in der Nähe seid, das ist echt toll. Ihr habt ja ein paar Bilder gesehen. Und Camp nicht vergessen. Wir gehen wandern, weil wir doch das Wandern nicht vergessen. Das ist genau. Bis dann, tschüss. Geh ich mal helfen, ihr Retter in der Not und so. Ich hoffe, der fährt mich jetzt nicht platt. Hast du doch recht gehabt mit am Freitag, dass du hier stecken bleibst. Das ist scheiße hier. Das ist absolute Scheiße. Ich kann mal gucken, wie das jetzt. Ich schiebe dich jetzt an, wenn du mich nicht platt fährst am Zaun. Ja, die ich nach vorne. Ja. Warte. Sorry. Ja, das hat Absicht gemacht, Mann. Ja, genau. Das ist, wenn man sich lustig drüber macht, dass der da stecken bleibt, ey. Gibt der Vollgas. Unglaublich, ey. Ja, guck mich an. Unglaublich. Unglaublich, der Typ. Ja. Ein schönes Ende. Ach, nieselt aber auch wie bekloppt.